Vielleicht das ein oder andere alternative Item. Das zum Beispiel! Was ist das? Tag, Leute! Ich bin's, Senf! Und ich heiße euch herzlich willkommen zur heutigen Willkommensheißung. Wochenende war sehr, sehr geil. Jetzt, meine Freunde, jetzt wird's ekelhaft. EZ an Team Revi fürs weniger Bälle in die Schnauze kriegen als die anderen. Und GZ an mich, der sich auf Red Bulls Kosten schön einen hinter die Zirbeldrüse geschnappert hat. Ekelhaft. Meine Lieben, was habe ich denn verpasst? Was, wirklich? Ganz klammheimlich ist von Buttfuck Roulette jetzt sogar die Vollversion gedroppt. Das Spiel ist mittlerweile auf Steam und ich habe gelesen, dass sogar ganz bald eine Multiplayer-Version veröffentlicht werden wird, beziehungsweise ein Update hier Einzug hält. Und was noch Einzug halten wird, sind die geladenen Kugeln in meinem Gesicht. Ich hoffe, wir haben sehr viel Spaß dran und ich hoffe, ihr habt Fun damit, die ganzen Neuerungen. Ich weiß nicht, wie viel es sind, keine Ahnung, was sich verändert, jetzt mit Maya gemeinsam erleben zu können. Lasst bitte unbedingt einen Daumen nach oben da und ein Abo. Zwei kleine Dinge, die ich von euch verlange. Ja, wer bombenmäßig, und apropos Bombe, ich hoffe, er geht nicht die Richtung, Alter. Lasst uns bei Knarren bleiben und... Dann mal los. Auf ins Getümmel, Alter. In meinem Lieblingsclub, Junge. So. Wait. What? Was ist dieses Overlay, Alter? Wurde ich verprügelt schon? Oh Gott. Bin ich einfach zu gut? Was ist da? Was ist... Moment. War ich das? Habe ich das irgendwie aktiviert im Menü oder so? Warte mal, die Pillen, die stehen hier noch nicht. Oh, es gibt zwei Sachen, die hier stehen können. Oh, interessant. Moment. Digi, das ist ja... Das ist ja wild. Alter, ich gehe da schon rein und mir blutet schon von vornherein die Fresse. Also, ich find's stylisch, aber, möchte mal fragen, halt Escape, um zu verlassen. Ob ich das war, ob man das irgendwie ausschalten muss? Moment. Ich gehe der Sache auf den Grund. Das ist ja verrückt. So. Warte, wir haben hier die Option. Audio, Video. Ja, was weiß ich, was ich jetzt hier mache, Alter? Was weiß ich? Was ist das? Wo muss ich klicken? Oh Gott. Die Lautstärke kann ich verändern, Vollbild kann ich verändern. I don't know. Master Volume Adjustment Deck. Ja, ansonsten geht aber nichts hier, oder? Ich habe keine Ahnung. Es reagiert nicht. No. Ich muss einfach mit blutender Fresse ran. Ich kann es nicht ändern. Ist okay, oder? Gut, let's go. Na dann, Abfahrt, Alter. Schlimmer verunstaltet werden können wir wahrscheinlich nicht. So, mein Freund. Hallo! Oh, Dealer. Oh Gott, noch ist er happy, Alter. Bitte unterschreibe die Verzichtserklärung. Ich muss nicht mehr übersetzen. Ich bin so stolz. So. Was haben wir denn da? Gibt's wieder Secret-Namen? Das wäre geil. Aber das können wir vielleicht später noch herausfinden. Ich gebe erstmal, glaube ich, mich selber ein. Let's go. Ah ja. Gut. Wir wissen, wie es funktioniert. Wir sind doch mittlerweile Experten. Ein bisschen muss nur das Glück auf unserer Seite sein. Eine scharfe Munition, zwei Platzpatronen. Alles klar. Na dann, lass mal platzen, Diggi. Diggi die Patronen in unbekannter Reihenfolge ein. Das ist das, was so viele nicht gecheckt haben. Die Kommentare waren legit voll mit, ey, Sef, du siehst doch, in welcher Reihenfolge der die reinpackt. Doom. Seid ihr ein bisschen doom, Alter. Das ist doch der Sinn. Das macht doch gar keinen Sinn sonst. Weißt du wie? Okay, jetzt habe ich eine Chance von 2 zu 1. Ja, was mache ich? Halt ich es mir auf die Stirn oder ihm? Oh, keine Ahnung, wie war denn das nochmal? Wenn ich mich mit einer ungeladenen Kugel abschieße, dann darf ich nochmal, richtig? Komm, ich riskier's. Oh yes, Baby. Alles klar. So, dann wollen wir mal. Komm, knallen weg. Kabusch. Damn it! Oh, Scheiße. Das kann nur in die Hose gehen.
Oh Gott. Au. Ach, verdammt nochmal. Vorsichtig jetzt. Das ist doch rigged, Alter. Das heißt, guck mal, wie der grinst. Das wusste der. 3 Schafe, 2 Platzpatronen. Ja, okay, also. Wenn ich jetzt dran bin, schieße ich auf jeden Fall auf ihn. Die Chance ist höher, dass es knallt. Und Baby, ich bin Experte im Knallen. Kaboom! Ich hab schon wieder vergessen, wie viel Fun das macht. Ach, so sah ich am Sonntag früh nach dem Aufwachen auch aus. Oh mein Gott, der hat gar keine Lust. Der hat geschnallt, wie er hier vor sich hat. Okay, ciao, Baby. Sef gewinnt. Runde Nummer Uno. Mal gucken, was jetzt kommt. Ich bin gespannt, ob es neue Items gibt. Machen wir die Sache ein bisschen interessanter. Oh ja. 2 Gegenstände jeweils. Mehr Gegenstände vor jeder Ladung. Ja. So, was kann ich denn hier rausholen? Das ist das Messer. Damit kann ich doppelten Schaden machen, weil ich die Schrotflinte absäge. Handschellen kennen wir auch schon. Okay. Bislang noch keine Neuerung. Aber kommt vielleicht. Eine scharfe Munition, eine Platzpatrone. Okay. Also wenn hier was Neues ist, dann würde ich sagen, wäre es doch vielleicht ganz gut, hier bei den Items anzusetzen. Also das erwarte ich jetzt zumindest ein bisschen. Boah, was machen wir denn? Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich fessel ihn mal. Bin ich zumindest 2-mal dran. Soll ich auf alles gehen? Nee, kann ich nicht mehr. Ich muss jetzt schießen. Okay. Eine schon mal weg. Er kann nicht. Dann säge ich jetzt ab. Vielleicht ist das ganz gut. Warte. Come on. Boom. Oh, da hat er wieder alles richtig gemacht. Aus dem Ärmel wurde es geschüttelt. Sehr gut. Nun du, mein Bester. Der kann sich das angucken. Oh, warte mal, wir kriegen neue Items. Moment. Okay. Zigaretten? Was war das nochmal? Lebensrekali... Oh. Ja, wissen wir schon. Noch ein Messer? Alright. Zigaretten geben Leben zurück. Okay. 50-50. Na dann. Oh, ach, ich bin wieder dran. Wenn ich jetzt eine Zigarette hole, dann nützt das nichts, weil ich kann nur in der Runde maximal 4 haben. Auch wenn eigentlich mehr geht, aber es geht nur immer bis zu dem Maximum, wie es vorher war. Nimmt die Schärfe. Oh, das sind schon mal keine Mentholzigaretten. Na dann, mein Freund. Boah. Risk ich 50-50 oder? Boah, weiß ich nicht. Ach, ich will eigentlich nicht. Komm, lass ihn abknallen. Oh, Baby. I love you so. Yo, also Gott ist an diesem Spiel gescheitert, aber er ist definitiv auf meiner Seite. Ist okay. Ja, okay. Ey, würde ich auch, Bro. Same. Mach dir einen schönen Abend. Sehr interessant. Der sieht jetzt die nächste Kugel. Oh ja. Wir beruhigen uns jetzt alle mal. It's fine. Hat er mir den Schuss mehr oder weniger geklaut? Oh Gott. Der will nur seine massiven Eier in den Vordergrund. Ach du Pimmel. Aua. Oh mein Gott, no. Ja, die nächste ist ja jetzt egal, ne? Das müsste ja theoretisch jetzt ein Blank sein. Aber es gibt eine neue Runde eh. Okay. Der 2 Bier. 3 Schafe, 2 Platzpatronen. Okay. Wir wissen wieder, dass wir dran sind. Ich werde mir mal ein Leben sneaken. Tja, lädt die Schrotflinte, wirft die aktuelle Patrone raus. Also, wenn das jetzt eine Blanke wird, also eine Platzpatrone, ich glaube, das riskiere ich. Dann würde ich auf jeden Fall die absägen, weil dann ist die nächste mit Sicherheit eine geladene. Ich guck mal. Es war eine Scharfe. Okay, jetzt steht es 50-50.
Bitte eine Blanke. Yes! Okay. Prinzipiell die gleiche Verteilung jetzt, aber... habe ich nicht so viel mit gekonnt. Ich schieße ihn ab. Bitte, 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 bitte. Nein! Damn! Oh, das wär's jetzt gewesen! Oh, jetzt hat er auch nur eine Zigarette! Mist! Gott! Bist du auf dem Klo oder was? Dang it! Ja, ja, du musst da eigentlich nicht nachgucken, Bro! Shoot mich ab! Du weißt doch eigentlich, was da los ist. Dang it. Zum Glück hat er keine Messer. Oder Handsägen. Whatever. Okay, es müsste ja jetzt nur noch eine Blanke drin sein. Wait. Nee, nicht. Ist nicht der... Warte mal. Habe ich es jetzt verkehrt gemacht? Die beiden Blanks habe ich rausgenommen. So war's. Beziehungsweise ich hab's an ihm verschossen und eine habe ich rausgekickt. Ja. So. Handschellen. Drei zu drei. Sollte ich jetzt auf jeden Fall. Ich nehme erstmal die Lupe. Geladen. Kette ich ihn an. Oh, das blüht mir auch noch. Der hatte Handschellen liegen. Ich schieße ihn auf jeden Fall ab und ich hoffe, ich habe zwei geladene. Dieser Impact ist halt so geil gemacht bei diesem Game. Okay. Ja, ich schieße nochmal auf ihn. Das macht keinen Sinn, auf mich zu ballern. Eigentlich. Ich hätte da natürlich, wenn ich es gewusst hätte, noch jetzt die nächste Runde für mich rausholen können, aber... Oh boy. Okay! Bro! Ja, jetzt haben wir einen Salat, Alter. Das war's mit mir, Alter. Das war's. Ey, ich bin fort! Ciao! Gut gemacht! Du hast Glück, dass du noch eine Ladung hast. Steh auf, Seth. Die Nacht ist noch jung. So ähnlich wurde das letztens schon mir in einem anderen Bezug schon mal gesagt. Aber ich möchte nicht weiter darauf eingehen. So. Die Seife, aber die heben wir mal nicht auf. Okay, Kumpel. Mit ein, zwei Löchern mehr in der Visage muss ich da kurz nochmal vorbeischreiten. Die rasten da richtig aus auf dem Flur. Dang it, willkommen zurück. Na gut. Oh. Warte mal, wir... Verstehe. Habe ich quasi ein zusätzliches Leben? Ich wusste gar nicht mehr, wie das ist. Okay, lass mal schauen. Diesmal, eine Schafe, eine Platzpatrone. Also können die nur auf jeden Fall ein Leben abziehen, so ist nicht, ne? Die Frage ist, macht das Sinn? Ich trinke das Bier. Im schlimmsten Fall ist die Runde vorbei. Das war die Blank. Okay, dann kriegt er halt eine von Latz. Okay. 4 zu 3. Sehr gut. Was nun? Ich will ein neues Item. Gibt es gar keine? For real though? Irgendwas muss es neu geben. Irgendwas kommt da noch. Zwei Schafe, zwei Platz. Prinzipiell same, wie eben gerade. Von Verteilung her. Na dann, schlurf mal rein, Alter. Sehr gut. Vielleicht mache ich es jetzt. Nee, zweimal abschießen. Ich hoffe, es sind die zwei geladenen. Damn, Bro. Das Problem ist, es ist jetzt eigentlich sinnvoller, ein Bier zu trinken. Weil dann ist die Runde vorbei und ich bin wieder dran, wenn ich geschossen habe. Weil sonst schieße ich ihn jetzt ab und dann schießt er mich ja unter Garantie ab. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, so können wir zumindest die Runde beenden. Und dann spare ich mir sozusagen einen Verlust eines Lebens. Funktioniert das so, wie ich mir das denke gerade?
So, minus 1 für ihn. Ich meine, er hat eh Items. Prinzipiell ist es erstmal egal. Aber... okay, das war's dann. Ja, 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 siehst du? Okay, das war gut. Das war eine gute Überlegung. Jetzt kann ich ihn nämlich wieder fesseln. Okay, 3 Schafe, 2 Platzpatronen. Boah, wenn ich jetzt 2 geladen krieg, ne? Ich hoffe, ich kann die Runde schnell beenden. Oh, let's go. Der darf nicht an seine Items rankommen, sonst muss ich wieder von vorne anfangen. Boom. Nice. So, wenn du mir jetzt noch einmal eine geladene gibst, dann bist du einfach das geilste Spiel der Welt. Komm, pass auf. Wir channeln die innere geladene Patrone in diesem Gewehr. Okay, ich habe sie rot eingefärbt mit der Kraft meines Gehirns. Mal gucken, wie es funktioniert. Verdammt nochmal! Wieso? Wieso lässt du mich im Stich? Nein! Oh Gott! Oh Scheiße, nein! Oh, es hätte so schön sein können. Ich weine gleich. Oh, ich wollte jetzt einen gucken lassen. Guck mal, nein. Ich wollte einen gucken lassen, aber das Einzige, was jetzt guckt, bin ich, und zwar dumm aus der Wäsche. Scheiß Dreck. Nein, ich krieg die volle Packung links, rechts und trocken nochmal hinten rein. Oh, und so schnell wendet sich hier das Blatt. Eieieiei. Scheiße, nein. Aua. Oh Gott. Mom, es wird heute später. Ich muss noch was persönlich klären. Gosh. Digga, die zweite Runde ist ein bisschen frech hier. Irgendwas hat er doch verändert hier am Algorithmus. Ach Junge, jetzt gib mir eine Lupe, Alter. 3 scharfe Munition, 3 Platzpatronen. Kacke. Zigarette wäre cool gewesen. Der hat auch noch ein Messer. Ja komm, ich muss es... ich kann ihn nicht loswerden. Wenn er mich abschießt, dann war's das. Ich könnte nur riskieren, 2 loswerden und meine Chancen erhöhen. Bitte, lass das eine Platzpatrone sein. Bitte. Nein! Wait, das ist eine graue. Ist das eine graue? Oh, das sieht man nicht wegen dem dummen Filter. Das ist eine graue, das ist eindeutig grau. Okay. Moment. Da habe ich dann auch für ihn so ein bisschen die Chance erhöht, dass er mich dann... naja, warte mal. Nein! Das war keine graue, das war eine rote, ne? Guck mal, die grauen sind doch eindeutiger. Oh, shit, Bro! Ja, damit bin ich jetzt wieder dran, ne? Ich habe jetzt leider meine Säge nicht mehr. Oh, fuck. Okay, ich kann... also... ja, er ist halt leider noch nicht tot. Und ich dann aber schon. Warte mal, ich glaube, jetzt ist nur noch eine geladene drin, richtig? Ich habe die Übersicht vor... jetzt ist nur noch eine geladene drin. Oh, das war die letzte. Ah, okay. Ja, mitzählen wäre geil. Okay. Oh, shit! Ich hab noch ein Bierchen. Ja, Bro, jetzt knallt's, Alter. Was soll ich dir sagen? Jetzt knallt es. Okay, was ist drin? Eine rote. Ciao, Bella. Ich heb mir das auf. Diese Säge. Direkt hier gegen die rein. Ich hab's gehört. Auf den Subwoofer, Alter.
Der Bass hat gedröhnt. So, Runde Nummer 3. Was geschieht denn jetzt? Was ist die schön aus? Endlich kommen wir zum finalen Showdown. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Keine Defibrillatoren mehr, keine Bluttransfusion. Ich und du, wir tanzen jetzt am Rande von Leben und Tod. Ah, weil ich da nicht sozusagen zurückgesetzt wurde. Wenn ich jetzt sterbe, ist das quasi dann finite. Oh shit. Oh shit. Okay. Ah, jetzt aufheben nützt jetzt quasi nichts mehr. 4 Gegenstände jeweils. Nice. Was haben wir ein schönes? Oh. Oho. Hm. Viel besser. Ja, sehr gut. Sehr gut. Du hast auf jeden Fall höhere Chancen. Du weißt, wie es läuft. Ich würde fast das Bier trinken. Muss ich sagen. Wenn es die Rote erwischt, ist die Runde halt für die Katz. Das ist eine Graue, ne? Scheiße. Das ist eine Graue. Boah, ich kann das gar nicht sagen. Das war eine Rote. Das war die Rote. Ja, okay. Okay, dann war es am Ende jetzt nicht so schlimm. Ist gut. Es ist halt ein Gamble, ne? Was soll ich sagen? Holy shit! Oh mein Gott, okay. Ach du Scheiße, 4 geladene, 4... Okay, 50-50 halt. Komm her, mein Freund, komm her. So, was haben wir denn hier Schönes? Was ist denn das Nächste? Eine rote Haut, die ist aber so eindeutig rot. Und da steht dein Name drauf, Bro. Alright. Fesseln ihn wir mal. Wir ihn mal. Bro, bitte? Okay, -2 für dich, Bro. Wer steht? Ist seine Frau eigentlich da hinten und stellt immer die Marmeladengläser wieder in den Schrank? Was ist denn eigentlich los? Dann gibt's abends immer die Kartoffel. Na gut. Tja, also ich kann jetzt, was mache ich denn jetzt Schönes? Der hat auch 2 Zigaretten. Oh, hau ich noch mal rein, Alter? Soll ich noch mal? Ich weiß nicht. Es sind noch einige Kugeln da, ne? Ich meine, es ist halt alles risky. 50-50. Komm, komm, wir spielen. Wir spielen heute komplett auf Risiko. Boom. Knall weg. Nein! Scheiße! Ach, es hätte auch mal was klappen können! Ach! Okay. Ja. Das ist schade wegen der Anzahl der Kugeln. Wir kriegen jetzt halt leider keine Items mehr, bevor das nicht alles alle ist. Und jetzt ist wieder... Oh, das ist Mist, Alter. Das ist wirklich Mist. Na okay, dann... Ist ja jetzt eindeutig, ja. Ey! Ich dachte, keine Defibrillatoren mehr. Damit, wie viel ist es jetzt noch? Einmal er abgeschossen, einmal ich abgeschossen. 2 Blanke raus, 3 Blanke raus. Glaube ich, die Chance ist jetzt höher, da... What the fuck? Digi, aber jetzt hast du aber... Also, das war... Aber auch nicht einer deiner stolzesten Momente, Junge. Spiel bitte nie im Casino, ey. Damn, Dude. Ey, lass mal Platz für neue Items, indem ich hier ein bisschen leer mache. So. Ich werde aus der Runde mit mindestens einem Leben weg von ihm rausgehen. Lass das mal so machen. Kriegen 4 Items. So. Lass ihn 2-mal abschießen, wenn geht.
Der nächste ist eigentlich quasi egal. Aber, oh shit. Oh, ich dachte, es wäre noch eine. Oh, dann habe ich falsch gezählt. Ja, whatever. Ist halt so. Er ist ja jetzt trotzdem aber gefesselt. Nee, ist er nicht. Ah, ja, das hätte man wissen müssen. Warte mal, was? 3 zu 2, ne? Oh, wow. Ja, dann kriegt er die rein. Items am besten, wenn sie Sinn machen, einsetzen. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt, dies aufzuheben, weil du weißt nie, wie das läuft. Er hat zum Glück keine Zigaretten mehr, das ist gut. Ich auch nicht, aber für mich sieht es auch nicht ganz so scheiße aus wie für dich, Alter. Alright. Ich kann ihn leider nicht mehrfach hintereinander anketten, er ist auf jeden Fall zwischendurch mal da. Bist du bereit? Oh, oh, für was? Oh, was ist denn jetzt? Was ist jetzt nochmal? Oh, ach so, das kann er nicht. Keine Defibrillatoren. Ja, ich verstehe. Was haben wir da? Alright. Das war's aber noch nicht. Er hat noch ein Leben, oder? Oder ist das Sudden Death? Ja, ist es. Verstehe. Oh Gott! Mein Sieg! Hell yeah! Der Carbon-Koffer, Alter. Zack, zack. Was habe ich ein schönes gewonnen? Boah. Das ist die nächste Ladung Bier für Runde 2. Ich sag's euch, wie es ist. Sehr cool, Alter. Und ein erfolgreicher Arbeitstag. Nur das ein oder andere Ohrläppchen ist verloren gegangen, leider. 70k, beat the game. Glückwunsch, Seth. 24 Schüsse, Patronen ausgeworfen, 61.875. Es sind aber nicht 70k. Ich habe 2 Liter Bier in mir. Oh, schön, 2,5 fast. Interessant. Viermal die Türen eingetreten. Tut mir leid, da macht doch eine ordentliche Klinke dran, was soll ich sagen. So, was ist jetzt? Doppelt oder nichts? Freigeschaltet. Ah, man schaltet was frei. Verstehe. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da waren Sachen zum Anklicken am Anfang. Was war das? Ich will's sehen. Moment, lad mich mal rein, Alter. War das nur das Doppelte oder nicht? Holy shit, was ist denn hier? Was zum Fick ist das? What? Volta Electrocorn Computer. Volta Standard Electrics. Was ist das jetzt? Oh, das sind meine Statistiken. Oh. Ich muss dieses Overlay irgendwie abschalten. Ah, verstehe. Okay. Oh. Check the Leaderboard. Oh, wow. Da war aber jemand fleißig. Das ist verschlossen. Was ist das? Da gibt's noch was. Ist das vielleicht für ein Multiplayer? I don't know. Verrückt. Aber sehr, sehr geil gemacht. Okay, jetzt könnte ich die Pillen einnehmen. Right? Kann die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Let's go. Oh, hey, wo ist mein Zeug? Consume Double or Nothing Pills. Okay, machen wir mal weiter. Der Typ ist nicht da. Ich muss das irgendwie ausschalten. Ich hab nur keinen Plan, wo. So. Gibt es jetzt irgendeinen Namen, den wir da reinsetzen können? Irgendein Secret? Moment. Was könnten wir da... Gott wird ja nicht gehen, richtig? Name taken. Oh, shit. Es ist ein Achievement. Was gibt's noch? Shrek zum Beispiel? Weiß ich nicht. Vielleicht Dealer? Weil ich meine, der Name müsste ja auch schon vergeben sein. Ah, hätte man vielleicht das Achievement auch bekommen. Ah, aber er nimmt ihn nicht, Alter. Okay, wir geben einfach erstmal wieder unseren Namen ein, weil
mir ist jetzt nichts bewusst geworden. Ich habe auf die Schnelle nichts gefunden, was hier ein Geheimnis oder ein Easter Egg sein könnte. Vieles gab es mal früher in den allerersten Editionen, aber das wurde alles entfernt. Oder war halt fake. Und ich gehe mal davon aus, vielleicht müssen wir das Spiel einmal sozusagen als Story durchspielen und haben jetzt sozusagen eine Chance auf, wenn es etwas gibt, vielleicht das ein oder andere alternative Item. Das zum Beispiel! Was ist das? Excuse me? Digga, 11 Bars haben sich voll verändert. Alle sagen das. Der hat auch sowas. Okay, 4 zu 3. Moment. Wait. Was ist das? Adrenalin und eine Spritze. Ich stehle einen Gegenstand und benutze ihn sofort. Was hat denn der da liegen? Was hat denn der da? Wait. Wir machen das. Oh mein Gott. Umkehrer. Tauscht die Polarität der aktuellen Patrone in der Kammer. What? Oh, ich hab nur kurz Zeit. Ach, Diggi, shit. Oh, wir haben die neuen Items. Wie geil ist das denn? Der hat da noch was liegen, wo ich nicht weiß, was es ist. Oh, hell yeah, let's go. Bam. Shit. Verdammt, aber Glück haben wir immer noch nicht. Wenn es das in dieser coolen Gabenbox gibt da, dann sag... Was macht der? Shit, was war das? Der hat's wieder versteckt. Oh no. Räudiger, jetzt hat ja mein Dings geklaut. Oh ey, passiert das nochmal? Warte mal, wissen die ist eh tot, ne? Oh shit. Okay, krass. Moment. Wir spielen quasi jetzt den Double or Nothing Arcade Mode sozusagen. Vielleicht haben wir jetzt die Chance, das zu klauen, was er auch immer da in seiner Schublade da verbunkert hat. Was war das? Boah, okay, cool. Jetzt wird's nämlich richtig interessant. Moment. Ich habe schon Angst gehabt, dass es keine News hier gibt. Aber nein. Ich hatte die Hoffnung, dass es noch passiert, wenn wir es mehr oder weniger einmal durch haben. Um das nicht zum Anfang so kompliziert zu machen. Okay. Gut, jetzt haben wir zumindest das. Moment. Guck mal, der hat da die Pillen. Oder, nee, was ist das? Irgendwie so ein Schaltkreis. Kehrt die Polarität um. Ja. Komm, wir gucken da mal rein. Okay, was haben wir da? Blank. Okay, alles klar. Dann wird's das Bier. So. Das kühle Nass muss fließen. Und das kleine Harte wird sich jetzt in deine Sicht verankern. Nice. Alright. Komm, wir kriegen die Gegenstände schon mal noch. Mal gucken, was jetzt kommt. Erstmal in die Fresse. Oh. Wait, was stimmt? Warte mal, das waren zwei graue, ne? Boah, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Der war sich aber echt sicher. Und hat reingeschissen. Ja, es tut mir leid, Bro. Boah, ich hab so aus dem Augenwinkel jetzt gar nicht gewusst, was da... Ich meine, gut, das war jetzt eh Spekulation. Shit. Vorsichtig jetzt. Ja, erste Runde immer hier irgendwie ein bisschen... Ganz schön eklig. Was ist da los? Bam. Okay, ciao, Bella. Cool. Seth gewinnt. Ich habe übrigens gesehen, bei anderen dieses Overlay kann man ausmachen. Ich weiß nur nicht wo. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das in den Einstellungen immer noch nicht gefunden. So, was haben wir jetzt? Yes. Oh Gott, was ist das? Das war das. Wait, was haben wir hier? Guck mal da, da liegt wieder so eine Spritze. Ah, was ist das? Burner-Telefon. Eine geheimnisvolle Stimme gibt dir einen Einblick in die Zukunft. Oh, was?
Abgelaufene Medikamente. Das ist auch neu. 40% Chance, 2 Ladungen wieder zu erlangen. Wenn nicht, verlierst du 1 Ladung. Ach du Scheiße! Entweder wir gewinnen 2 oder wir verlieren. Oh, das ist ja ein heftiges Gamble. Oh, oh shit, Alter. Ja, wenn du nur noch eins hast, dann kannst du ja da auch auf jeden Fall ins Gras beißen. Deswegen guckt man ja aufs MHD, ne? Aufs Mindesthaltbarkeitsdatum. Geheimnisvolle Stimme gibt dir einen Einblick in die Zukunft. Das will ich probieren, let's go! What? Dritte Patrone, Platzpatrone. Oh, I see! Der hat das vielleicht gar nicht weggelegt, vielleicht hat er es benutzt und ich habe es nicht gesehen. Dritte Patrone, Platzpatrone. Die Chance, dass die... Ah, okay. Erste und zweite sagt uns nichts. Okay, Nummer 1. Wir wissen, dass die übernächste eine Platzpatrone ist. Du Pimmel, Alter. Bitte verlier ein Leben. No! Die dritte ist auch eine Platzpatrone. Das nützt nichts. Du verschwendest dein Item. Das weiß nur ich. Ja. Krass. Dann wird die nächste wieder eine sein, die auf jeden Fall reif ist, von mir geerntet zu werden. Oder du erntest sie mit deinem Maul. Sehr gut. Okay, cool. Ja, jetzt hat's Spaß. Sehr, sehr geil. Weißt du, dass er nicht ein Update gemacht hat und so ein neues Item oder so, sondern der hat sich einfach ein bisschen Zeit gelassen hier, der Entwickler, um uns weihnachtlich zu bescheren. Finde ich eine coole Sache. So. Bitte rot. Die trägt deinen Namen. So, dein Gesicht trägt sie. So schließt sich der Kreis. Kabusch. Ciao. Okay. Runde Nummer 3. Jetzt, es ging diesmal echt schnell, Alter. Bei der zweiten habe ich voll gestruggelt, weil so viele Zigaretten im Umlauf waren. Ich sag noch. Diese anhaltende Nikotinabhängigkeit in der Gesellschaft, das ist nicht gut. Wir müssen das verhindern. So. Jetzt normale Runde 3 und nicht hier so ein Sudden Death Ding. Okay, was haben wir ein cooles? Handy, sehr gut. Adrenalin, sehr gut. Der Umkehrer, auch sehr gut. Oh, guck mal, da liegen sie, Alter, meine Babys. So. Okay, das lasse ich mal noch. Oh, warte mal, wir können Adrenalin und dann können wir ihm die Lupe klauen. Oh, let's go. Warte. Gib die her. Yes. Ein geiles Item. Okay, die ist blank. Okay, sehr gut. Tausch die Polarität der aktuellen Patrone. Ja, dann kriege ich aber auch eine auf den Sack, ne? Nee, dann mache ich das so und dann bin ich nochmal dran und dann ist die Runde vorbei und wir kriegen neue Items. Was machen wir damit? So, genau. Ich bin immer trotzdem nervös. Selbst wenn ich weiß, es ist eine graue Kugel drin, bin ich irgendwie nervös, das Ding auf mich zu halten. Ich kriege gleich schwitzige Finger. Geht's euch auch so? Okay. Umkehrer. Neues Leben. Wunderbärchen. Ach nee, wir sind erst bei Runde... Sind wir bei Runde 3 sind wir? Okay, was ist jetzt 3 zu 3? 3 zu 2? Boah, ich bin mir nicht sicher. Ich würde das wahrscheinlich nochmal machen hier. Mit der Lupe. Komm, gib mal her. So, was hast du denn Schönes? Eine graue. Alright. Soll ich ihn in den Handschellen legen? Ich weiß nicht. Ich mach einfach... Okay, einmal auf mich. Und
einmal auf ihn. Der Anrufer sagt ja wahrscheinlich irgendwie eine random Patrone da drin, ne? Und dann musst du sozusagen so ein bisschen darauf hinspielen und mitzählen. Achso, ich hätte das umkehren können gerade, ne? Boah, das war mir gar nicht so bewusst. Habe ich nicht dran gedacht. Oh, scheiße. Hätte ich's, Mann. Dann wäre ich auf Nummer sicher gegangen. Oh, das war ein dummer Fehler von mir. Der legt das schon in eine Schublade, aber why? Ey! Du hast doch gerade angerufen! Oh, du Sack. Ich hasse das, dass der das kann. Kacke! Vorsichtig jetzt, ja, ich bin schon vorsichtig. Shit! Okay, gib mir das. Okay. Ja, soll ich es jetzt riskieren mit einer Handschelle? Ich mach's mal noch nicht. Ich mach mal das Ding hier. Ja. Alles klar, alles klar. Okay, okay, okay. Das war's schon, ne? Doppelt oder nichts? Ja, hau mal rein. Oha. Okay, okay, okay. Ich will die neuen Gegenstände noch mal so ein bisschen in Action sehen. Wir machen an der Stelle genau weiter. Wunderbar. Ah, die Medizin. Oh, das ist ein Struggle. Ich weiß nicht, wann ich das nehmen soll. Chat. Okay, 2 gegen 2. Dann würde ich mir wieder die Lupe klauen, würde ich sagen. Komm schon. Boah, wie der das so genüsslich hin und her dreht. Eine rote. Ja, Mien, wir können noch das Ding klauen. Die nächste muss dann eher aber nicht eine geladene sein, ne? Aber so hat er zumindest schon mal 2 verloren. Wollen wir das vielleicht mal machen? Komm, wir klauen sein Messer. Bah, Alter, das eitert doch! Ich komm komplett durchlöchert nach Hause. Dann nützt mir auch die 70k nichts mehr, Alter. Dann könnte ich ja gern drauf verzichten. Macht er hier nachhaltige Schäden? Ah, knasten wir ihn ein? Komm, wir knasten ihn ein. So. Vielleicht haben wir ja Glück für die 2. Kugel. Bam. Okay, das ist schon mal -2. Und wie kriegen wir jetzt noch die -1 hin? Das öffnet natürlich viele neue Möglichkeiten des strategischen Spiels. Da muss ich mich aber erstmal dran gewöhnen, weil bislang war es relativ simpel. Let's go. Let's go. Never lucky. Never lucky. Schade. Oh, was hat er jetzt raus? Das ist eine rote. Oh, der. Oh, die Animationen sind so cool! Mein Gott! Ja, das war jetzt eine für mich. Zum Glück haben wir sein Messer geklaut. Das war eigentlich am Ende des Tages doch eine gute Entscheidung. Sorry wegen Steam Overlay. Oh, die Kacke, Alter. Okay. 2 gegen 2. Ich klaue ihm die Lupe, was soll's. Ja, let's go. Und wenn sie grau ist, hole ich die halt um. Ist rot. Na gut. Ich könnte die Runde beenden, indem ich das umpole, das Ding auf mich halte und die dann abschieße. So werde ich ja ein paar Items los. Wisst ihr, was ich meine? Ist vielleicht gar nicht so doof. So werde ich die Dinger zumindest los und kann mal die Animation sehen. Okay, die ist jetzt grau. Right? Ja. Dann muss ja die nächste quasi rot sein. Und die kriegt er jetzt ab. Unter Garantie. Oh, wait, what? Oh, warte, was waren 2? Nein! Oh, shit! Okay, da brauchst du aber auch nicht mit der Lupe nachgucken. Ja, das war jetzt Unglück. Das konnte ich nicht voraussehen.
Schade. Schade. Oh shit, oh shit. Bitte von dir nehmen, bitte von dir nehmen, bitte von dir. No! Wieso klappt das bei dir? Bei mir würde das nie funktionieren. Oh, du Bennegesicht. Du alte Sau. Oh, vorsichtig jetzt. Ja, 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 ja. Oh. Soll ich's riskieren? Let's go! Die aus der Mitte. Ohohoho, Baby! Na dann. Ja, ich weiß auch nicht. Komm. Das müsste es aber jetzt gewesen sein, oder? Da drinne. Ja, genau. Shit, 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 shit. Geil, die Spritzen, wie ich das feiere. 4 zu 3, richtig? 4 blanke, 3 volle, glaube ich. Och Mann. Ich hol mir sein Phone. Vielleicht kann ich dann das überbrücken mit den Bieren. Sag mir was. 5. Patrone, Platzpatrone. So eine Scheiße. So eine Scheiße, wirklich! So lange überlebe ich nicht! Gib mir das andere Telefon! Gib's mir! Alter, so viel Adrenalin im Blut, Alter. Nächste Patrone? 4. Patrone, Platzpatrone. Okay, die 3 vorher weiß ich jetzt nicht. Warte mal, 2 kann ich überbrücken. Das heißt, auf die nächste kommt es dann an. Ich mache mal ein bisschen Platz. Das ist eine. Das ist schwer zu sehen. Es war eine rote und eine graue. Die nächste könnte rot sein, so rein chancenverteilungstechnisch. Und dann sind 2 graue. Sehr gut. Jetzt sind 2 graue. Das weiß nur ich. Das heißt, die kann ich dann umpolen. Also eine zumindest. Je nachdem, was er jetzt macht. Scheiße, der macht die komplett weg. Der weiß das doch! Ja, scheiße, Alter. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass er das macht. Oh, fuck! Okay, Moment. Wir beruhigen uns. Boah, ist das schwierig! Nächste könnte jetzt. Warte mal, wie viel? Müsste rot sein. Okay. Da war es doch so, wie ich dachte. Okay. 3 grau, 2 rot. Damn, ich muss mich mehr konzentrieren, was das Mitzählen angeht. Handschellen. Ich mach erstmal das hier. Braucht die anderen eigentlich nicht. Ich kann ihn eliminieren. Okay, boom. Ciao. Zweite Runde, richtig? Das heißt jetzt noch die 3. gewinnen. Und dann habe ich zumindest den Betrag schon mal verdoppelt. Müsste ich ja dann trotzdem irgendwie nur. Weil ich ja trotzdem wenig. Ungefähr genauso viel wie beim letzten Mal. Das sind nicht besonders viele Punkte. Oh, warte mal, das war die 1. Runde. Oh, shit! Huh? Was habe ich denn gemacht? Okay, immerhin hat das mit der Medizin geklappt. Ist alles so semi-geil, aber ich kann ihm ja was stehlen. 3 zu 3. Alles klar. Ja, aber die Lupe. Schon. Wunderbar. Ich würde mir jetzt gerne noch das Messer klauen, aber
Was soll's. Okay, 3 zu 2 vom Leben her. Boah! Gut, was tust du? Ah, der ruft dann, dann schmeißt das weg, ja. Übelst voll im Müll da sein Boden. Ah. Das war mutig, Bro. Da hast du mal ein bisschen was riskiert. Da spiele ich ja echt safer. Oh ja, ich kann es nicht sagen, was es ist, ne? Ich hab's im Gefühl gehabt. Ich hab's im Gefühl gehabt, dass ich es umpullen sollte. Oh. Wait. Why? Why? Oh, weil... Okay. Ich dachte, da wäre noch eine rote drin. Komischerweise komme ich trotzdem ganz gut voran. Wieder gleiche Verteilung. Ja, sagt mir das jetzt was? Boah. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Chancen. Chancen, komm. Nur gucken, wie es steht. Das war eine rote. Das heißt... Die Chance ist jetzt ein bisschen höher, dass es eine graue wird. Ich schelle ihn mal. Gib dir eine Schelle. So. Die Chance ist höher, dass es eine graue wird. Zur Not schafft es ein bisschen Platz. Im besten Fall habe ich alles richtig gemacht. Ich habe alles richtig gemacht. Es ist wirklich nur geraten. Krass. Okay. Last but not least. So. Zwei Gegenstände nur. Ach, und nicht mal so besonders gut. Oh, wow, die... Sorry, ich habe eine Mail bekommen. Das waren jetzt vier rote auf jeden Fall. Nein. Au. Oh mein Gott. Jetzt aber. Zwei Schuss. Das könnte mein Sieg sein. Der nächste haut aber auf jeden Fall rein. Das Problem ist bei mir dann auch. Aber rein verteilungstechnisch bin ich dann wieder an der Reihe und der hat ja keine Säge. Ich müsste ihn dann in der Runde noch platt machen können. Egal wie es jetzt ist. Ich habe das Gefühl, so viel habe ich gar nicht abbekommen. Vorsichtig jetzt. Ja, sehr gut. So. Das musste noch rot sein. Hoffe ich. Alright. Kurzer Abend, ne? Sehr schön. Uha. Dann halt doch schon mehr, ne? Okay, Alter. Okay. Ich würde sagen, wir nopen uns mal raus hier. Sorry, Bro. Oh yeah. Zack, zack. Kann man hier noch irgendwo draufklicken, Alter? Der ist jetzt fort, Alter. Na gut. Dann haben wir immerhin mal die versprochenen 70.000, wie das Achievement sagt. Immerhin. War doch eine sehr erfolgreiche Nummer. Boah, ey, ihr Lieben, ich freue mich so auf den Multiplayer. Das wird mega. Schreibt mal 140k, Double Earnings. Okay, cool, auch ein Achievement. Sehr schön. Lasst mal bitte unten in den Kommentaren da, mit wem ich das spielen soll.
wenn das kommt. Es wird vielleicht noch ein kleines Weilchen dauern. Ey, aber ich freue mich. Der Entwickler hat so gute Ideen. Er hat jetzt noch ein paar neue Items hinzugefügt, die... Wo ich echt denke, das macht das Spiel wirklich besser und interessanter. Die beste Version, die wir je hatten von dem Game. Wenn ihr das genauso seht, lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen, haut rein und habt noch einen wunderschönen Tag.